Hallo Wohnkabinenfreunde. Ich möchte heute dem Wunsch einiger Gruppenmitglieder folgen und euch meine neue Geocamper Wohnkabine vorstellen. Ich habe sie kurz vor Weihnachten bei Pickup Camper Schwaben abgeholt und bereits eine Wintercamping-Jungfernfahrt in die Schweiz hinter mich gebracht. Dort haben wir uns mit der Kabine erstmal vertraut gemacht, aber auch schon etliche Optimierungen geplant und auch schon umgesetzt. Zunächst einige grundsätzliche Dinge über die Geocamper-Kabine. Es handelt sich um eine GFK-Monocoque-Kabine, deren Aufbauart dem Yachtbau entnommen wurde. Die Innen- und Außenschale besteht aus GFK, dazwischen liegen mehrere Zentimeter Isolation. Die Hülle ist aus einem Stück, das heißt, es gibt keine Stöße, deshalb ist die Kabine vollständig wasserdicht. Die Kabine hat eine selbsttragende Konstruktion und kommt praktisch komplett ohne Holz aus. Auch innen ist sie wasserdicht. Austretendes Wasser erzeugt keinen Schaden an Kabinenwand und die D-Bond-Möbel sind ebenfalls wasserfest. Was die Geocamper auszeichnet, ist, dass sie sehr stark individualisierbar ist. Das heißt, eigene Grundrisse und selbst ausgewählte technische Ausstattung sind möglich und werden vom Hersteller eingebaut. Unsere Kabine hat zum Beispiel eine verstärkte Rückwand zur Montage eines Fahrradträgers und ein begehbares Dach, von dem aus man den Sonnenuntergang genießen kann. Bei der Geocamper-Kabine ist es besonders leicht, eigenes Zubehör durch Nieten oder Schrauben in die Wand kombiniert mit einer Klebung anzubringen. Außen hat die Kabine diverse Airline-Schienen, zum Beispiel für die Verzurrung von Dachlasten oder Lasten an den Seiten, zum Beispiel Sandbleche oder Ski oder auch hinten den Fahrradträger und so weiter. Auch die Fenster gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, zum Beispiel die klassischen Seitsfenster aus dem Wohnmobilbereich, aber auch Bullaugen und eine Dachluke aus dem Yachtbedarf. Außen an der Kabine findet man die üblichen Anschlüsse, zum Beispiel den Landstromanschluss, den Wasseranschluss zum Auffüllen des Frischwassertanks, einen Anschluss für eine Außendusche sowie Grauwasseranschlüsse für Küchenabwässer und die Abwässer der Nasszelle. Am Heck der Kabine finden sich zwei Außenboxen für diverse Ausrüstung, für Dinge, die man schnell griffbereit haben muss. Außerdem gibt es ein Gasfach für eine 5 Kilo Gasflasche zum Kochen in der Kabine. Vorne und hinten befinden sich die funkgesteuerten LED-Scheinwerfer. In das Innere der Kabine gelangt man durch einen Heckeinstieg, der aus einer zweiteiligen Tür besteht. Der untere Teil hat eine integrierte Treppe und der obere Teil besteht aus einer Gasdruckfeder unterstützten Klappe, die sich nach oben öffnet und vor Regen schützt. Gleich rechts am Eingang der Kabine befindet sich die Küche mit zweiflammigem Gasherd, zwei Schubladen und einem Schrank, in dem der Grauwasserpuffertank untergebracht ist. Links daneben beginnt die breite Sitzbank, die auch bei ausgezogenem Bett noch nutzbar ist. Auch auf der gegenüberliegenden Seite können notfalls noch zwei Personen am herausnehmbaren Tisch sitzen. Unter den Sitzbänken und hinter den Polstern findet sich noch viel Stauraum für Dinge, die man nicht allzu häufig braucht. Im benachbarten Hochschrank ist Platz für Lebensmittel und einen kompakten Kompressorkühlschrank mit herausnehmbarem Eisfach.
Die Kabine mit 2,15 Meter Bodenlänge besitzt eine vollwertige Nasszelle mit Platz für Porta-Potti und einer Duschmöglichkeit. Mit separatem Warmlufteinlass der Heizung ist sie auch als Trockenschrank für nasse Kleidung sehr gut geeignet. Diverse Fächer im Wandschrank bieten Stauraum für Utensilien und der Bordtechnik. In die Kabinenwand einlaminierte stabile Hängeschränke bieten weiteren Stauraum, ebenso einen Schrank neben dem Bett. Trotz des umfangreichen Stauraums und der Kabinenbreite von nur rund 1,80 Meter hat man ein gutes Raumgefühl. Im Bereich der Küche hat man eine Raumhöhe von rund 1,85 Meter, optional auch mehr. Das Bett der Geocamper-Kabine ist ein ausziehbares Längsschläferbett. Eine weitere Schlafmöglichkeit für ein Kind ergibt sich durch Umbau der Sitzgruppe. Das Highlight dieser Kabine ist, wie ich finde, die große verdunkelbare Dachluke, durch die man die Sterne sehen kann und das Dach zu erreichen ist. Die Stromversorgung der Kabine ist unter Verwendung von Victron-Komponenten realisiert, die jeweils ein Bluetooth-Interface haben. Über dieses Interface ist auch eine Bedienung per Handy-App möglich. Ein 30 Ampere Ladebooster sorgt für das Laden der 100 Amperestunden Lithium-Ionen-Batterie während der Fahrt. Außerdem ist ein Solarregler für Batterieladung mittels Solarkoffer oder festmontierten Solarpanel verbaut. Der leistungsstarke Multi-Plus-Inverter für 230 Volt Versorgung an insgesamt drei Steckdosen mit bis zu 1200 Watt sowie für Ladung der Versorgungsbatterie und Stromversorgung mittels Landstrom ist ein sehr nützliches Gerät. Weitgehend gasfreies Reisen ermöglicht die Dieselheizung Eberspecher Planar mit separatem Dieseltank am Heck. Für warmes Brauchwasser sorgt ein elektrischer Boiler aus dem Yachtbedarf, der mit 12 und 230 Volt betrieben werden kann. Unter dem Boden ist ein 50 Liter Unterflurtank verbaut, der über eine Druckwasserpumpe die Versorgung von Nasszelle, Küche und Außendusche sicherstellt. So, ich hoffe, ich konnte euch das Thema Geocamper mit diesem Video etwas nahe bringen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich weder von Pickup Camper Schwaben noch von Victron oder sonst einiger Firma irgendwelche Geldbeträge für dieses Video bekomme. Es ist rein privates Video und dient nur dem Zwecke der Information. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal.